Er setzt den kompletten Wald in Flammen. Alter, der Wald brennt ab. Nein! Scheiße, beeil dich! Nein, das ist nicht gut. Er versucht sich ein Denkmal zu setzen. Nein, ich hab's nicht geschafft. Alter, der komplette Wald brennt ab. Fuck, alles löschen. Der komplette Wald. Okay. Nein, das wollte ich nicht, aber ihr habt mich verfolgt. Herzlich willkommen zurück in der Together Show. Letzter Part mit The Nodop. Und zwar Part 64 sind wir, glaube ich, gerade. Das heißt, ein Stack Folgen haben wir dann auch schon voll hier nach. Ein Stack? Wir haben jetzt genau ein Stack Folgen nach Nodop? Nach Nodop. Ja, juhu. Das ist ja interessant. Herzlichen Glückwunsch! Eure Together Show hat schon ein Stack Folgen. Hiermit was ihr erlangen Sie den Minecraft Award in Bronze. Hell yeah. Oder sowas in der Art, ja? Genau. Ganz genau. Ja, ist gut. Gut, Thema mal wieder für diese Folge und ein bisschen kontrollierter, wenn es geht. Thema, Dena. Ich soll wieder rausschauen, hier so. Okay. Ja, bei Facebook muss er einfach nur lesen. Christian Höffler, was schmeckt besser, Hund oder Katze? Nee. wirklich, steht da. Ich dachte, das ist jetzt, was haltet ihr davon? Hund oder Katze, was schmeckt besser? Was haltet ihr davon? Das wäre so typisch. Boah, mein Haus wird hoch, okay. Glaube ich. Weil sind so viele Themen, ich weiß nicht mehr, was das ist ja auch aus der Farbe. Soll, alles an das Haus von Spark oder von Kev werde ich auf jeden Fall nicht rankommen. Nicht annähernd. Ah, ist ja auch schon wieder die Waffengesetze in Amerika, aber darüber haben wir ja zum Teil auch schon geredet, aber da hat auch Patricia Scharf etwas zu gefragt. Weil es sind echt so viele Fragen, echt so krass. Was würdet ihr im Leben zurücksetzen, wenn ihr könntet? Was würdet ihr zurücksetzen? Das ist nicht schlecht. Von Nikita Adaritsev. Ich hoffe, ich spreche diesen Namen richtig aus. Nein, war falsch. Danke. Super. Eigentlich, oh man weiß es ja manchmal so spontan, sage ich mal, welche Sachen man zurücksetzen will. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich kann mich an nichts konkret erinnern, aber was ich zum Beispiel weiß, dass ich das mal hatte. Boah, ich dachte, das ist ein Creeper. Es war damals so, ich habe Fußball gespielt im Garten mit einem Freund und wir haben so Jalousien, die per Knopfdruck fahren die hoch und runter. Und die sind halt an den Fenstern befestigt und beziehungsweise haben so Rahmen an den Fenstern und wir spielen Fußball und einer und ich schieße den Ball wirklich so volle Kanne gegen diese Jalousien und da war so ein richtiger Knick drin und die ist rausgebrochen und das war nicht mal ein Dollarschuss, aber die ist halt einfach kaputt gegangen. Und da denkt man sich echt so, boah, hätte ich das jetzt nicht geschossen und boah, könnte ich jetzt nur die Zeit zurückdrehen? Sowas, glaube ich, meint sie. Oder meint sie allgemein so etwas größere Ereignisse? Ich denke mal größere, was man jetzt so aus der heutigen Sicht sich so denkt, ach, hätte ich das da mal vor 4 Jahren anders gemacht. Also ich bereue es, dass ich kein Jahr im Ausland gemacht habe. Ja, das bereue ich auch. Also meine Geschwister machen das alle oder haben es gemacht. Und ich so, na, kann ich jetzt auch im Studium Auslandssemester machen und dann muss ich jetzt nicht wiederholen das Jahr, wenn ich dann ein Jahr weg bin. Ja, das und so weiter. Ist nämlich, weil wenn ich das jetzt machen würde, dann müsste ich wiederholen. Darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Aber jetzt im Nachhinein, wenn es auch mein kleiner Bruder es jetzt gerade macht und meine Schwester wird es auch machen wieder, dann denke ich mir schon, hätte ich das mal machen sollen. Dein kleiner Bruder, wie alt ist der? 2 Jahre jünger. Das ist dann jetzt nicht so klein. Ja, soll ich, darf ich jetzt nicht kleiner Bruder sein? Ja, kleiner Bruder hört sich so. Ja, es gibt kleine und große Brüder. Also bei mir. Aber kleiner Bruder hört sich so. Ja, okay, passt, alles gut. Nein, also ich glaube, das war so die größte Sache, die ich so ein bisschen bereue. Oder was gab es da noch? Ja. Fällt jetzt eigentlich gar nichts so spontan ein. Wie ist denn bei dir, Nodop? Wo ich so sage, ja, das ist total schief gelaufen. Nodop. Alles kaputt bei mir. Nein, ich bin überlegen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich mache übrigens Laternen schon, ich habe noch nicht so viel Glowstone. Der größte Fehler bei mir war die Geburt. Könnte man so sagen. Das habe ich nicht gesagt. Hast du gerade gesagt, das könnte man so sagen. Ja, wenn man nicht geboren wird, dann kann man nichts falsch machen, ne? Muss man nicht zurückdrehen. Ja, stimmt. So weit habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, denken ist auch anstrengend. Würde ich denen nicht zumuten. Also allein durchs Stehen verbraucht man schon ein Viertel der Kalorien, die man allgemein am Tag verbraucht, aber das ist Nebensache.
Wissen von Concrafter Volume 523. Mein Wissen ist auch mal ein Powerband. Mein IQ ist auch mal ein Powerband. Ja, okay, Nordop. Ich mache keine Ahnung. Fleißig eigentlich würde ich, glaube ich, gar nicht zurückdrehen. Also klar, es gibt Sachen, die scheiße sind oder scheiße gelaufen sind oder so, aber irgendwie ist dann doch alles so die Erfahrung wert. Meistens. Ja, es gibt, oder eben nichts, wofür man jetzt zurückdrehen müsste, weil wenn ich jetzt sage, ja, da vor 2 Jahren, da habe ich mein Nintendo DS oder so kaputt gemacht oder so, wo ich gar keinen hatte. Was machst du hier? Ich mach Pflicht. Ich meine, das ist basiert auf Realität. Nur ein Beispiel, aber und dann muss man ja dann alles nochmal durchleben, sage ich mal, die Zeit. Darauf hätte ich jetzt mal überhaupt keinen Bock, wenn es gehen würde, diese Zeitreise. Nochmal. Kommt, legt euch mal ins Bett, ich will auch einen Spawnpunkt. Nochmal Kind sein. Ja, wahrscheinlich nur, wenn man das auch wieder dann vordrehen könnte. Ja, das genau. Eine ändern und dann wieder vordrehen. Ja, schlafen wir jetzt wirklich? Hat jeder ein Bett? Wow, ja, nach 8 Folgen hat Noda beim Bett. Woo! Ich hatte von Anfang an eins, nachdem ich in TTs Pyramide war. Ah. Das heißt, TT kennt mehr. Also meistens halt so ein paar Dinge, wo ich mir sage, boah, Mann, also wo ich mir jetzt wirklich noch sage, boah, hätte ich das mal damals nicht so gemacht, dann wäre ich da damals glücklicher gewesen oder dann wäre das ganz anders gekommen alles. Also das gibt's echt so ein paar Dinge, sag ich mal. Ja, aber meistens bereut man auch nicht die Dinge, die man gemacht hat, sondern meistens bereut man vor allem dann die Dinge, die man eben nicht gemacht hat. Zum Beispiel eben, man hat kein Auslandsjahr gemacht oder man hat irgendwelche Erfahrungen halt nicht gemacht und denkt sich, ach, hätte ich es halt einfach doch mal gemacht. Das, ja. Deswegen, wenn man irgendwas gemacht hat und es war scheiße, dann hat man halt die Erfahrung gemacht, dass es scheiße ist. Man lebt nur einmal, aka YOLO. YOLO. Ey, YOLO, ey, Swag. Swag, so, ey. Swag, so. YOLO. Snapback. Na egal, jedenfalls. Gibt es ja, also das, was du jetzt meinst, man sollte eigentlich jeden Tag nutzen, bla bla, das wollte ich vorhin sagen, aber was du meintest, die meisten Sachen hat man wirklich nicht getan, stimmt, aber bei mir gibt es auch einige Dinge, die ich gemacht habe, wo ich mir dann komplett mein jetziges Leben, sag ich mal, nicht mit versaut habe, aber negativ beeinflusst. Wo man sich Nachteile mitgeschaffen hat, zum Beispiel damals in der Schule, das ist jetzt ein ganz, ganz weit hergegriffen, aber es basiert auf der Realität. Ja, du wolltest Polizist werden, jetzt hast du einen Strafantrag. Baust du innen voll schön, Nordop. Da ist ein Dreieck bei mir. Ich wäre gerade noch so bei... Hipster! Ist so Hipster! Wo ist ein Dreieck? Hier, also, du baust richtig schön, ey. Boah. Sieht voll geil aus. Ja, warum nein? Also, ich laufe durch die Schule und da liegt so ein Papiergügelchen und ich laufe da so mit Freunden her und ich kick das so rum und wir kicken das Papiergügelchen so rum, so was man halt so macht. Wir waren, keine Ahnung, 14. Und... Mit 15 hat das nicht mehr gemacht. Ja, mit 15 ist das total oldschool. Das ist das Mainstream, wenn man das macht. Jedenfalls. Kicking it oldschool. So kam dann so eine Lehrerin an und meinte dann so, schmeiß dir das mal in den Müll. Das war so eine Referendarin und die meinte dann so einen auf Obertoll zu tun. Und Luca und dachte, bei der Referendarin kann er sich was leisten. So eine richtige Hexe und dann dachte mir so, okay, dann habe ich mir das Papiergügelchen genommen und wollte es dann in den Müll schmeißen. Guck mich so um, die Referendarin ist weg. Dann habe ich es beim Kumpel in eine Kapuze getan. Denk mir so, voll geil gemacht. Und dann kommt die Referendarin um die Ecke. Also, mir voll gut vorstellen. Kommt denn jetzt damit zur Schulleitung? Bla, 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 bla. Und dann muss ich damit zur Schulleitung und alles und bla. Und jetzt habe ich bei der Lehrerin total verschissen und die habe ich jetzt im Unterricht in Latein. Aha. Die hasst mich. Wie jeder hier. Ja. Mann, ich komm, ich bin total unproduktiv hier. Ja, aber gut. Sowas kann ich verstehen. Dass man sowas rückgängig machen wollen würde, vielleicht so. Aber es sind natürlich auch eigentlich Kleinigkeiten. Ich meine, das ist schon. Halt, ist halt so, man. Ich gehe ja schon! Was macht ihn jetzt hier? Er ist schon wieder bei mir drin, gesneakt. Ich guck mir sein Haus hier wieder an. Also, das sind halt irgendwie so Sachen, da entscheidest du uns in Bruchteilen. Ist das dein Ernst? Du willst nicht ernsthaft TNT platzieren, oder? Irgendwo muss ich noch. Dena, jetzt musst du mir gerade mal zustehen. Ich würde sagen, Dena, kommst du? Schatz, komm. Du bist schon da. Nee, bist doch nicht. Nur eine Kuh. Bei Spark, hey, wer machen. Hatte eine Kuhmaske die ganze Zeit? Nee, auch nicht bei Spark. Den, Nordab, wenn du das machst, ne? Wir haben keinen Safe von der Welt. Dann ist alles kaputt. Ey, nicht durchschlagen! Wow, pass auf! Geht, wow. Ganz vorsichtig. Geht, komm nicht dichter. Ich hab uns einfach ab. Alles geil. Bombenschärfer Dena. Er schlägt mich. Feuer. Genau. Mit Feuer haben wir schlechte Erfahrungen. Oh, pass auf, er brennt alles an. Das hatten wir schon mal. Das war nicht gut. Pass auf. Scheiße, wir müssen ihn töten.
Nein, geben. Okay, ich ehrlich sagen, Dena, ich helfe dir. Mach das. Scheiße, mein Leben muss sich regenerieren. Ich brenne. Boah, was ist denn da los? Pass auf, der ist PvP-Spezialist, wir müssen ihn fertig machen. Ich weiß, das merke ich gerade. Wir laufen hinterher. Dena vs. Dena and Conkrafter vs. Er ist im Nether. Wieso ist da ein Nether-Portal? Achso, ja. Ist das alte. Also, warte, beziehungsweise geht, das andere. Her, ich pass beim Nether auf, ob das da hier nicht irgendwie reinkommt oder so. Nee, der ist voll weg. Ich brauch... Fuck! Oh. Alter, der ist hier hinten, ne? Der ist bei Pogshop Media. Ich hab mit zwei Herzen überlebt. Ich bin hier runtergeflogen in die Schlucht von 100 Herzen auf 2. Also von 10 Herzen auf 2. Von 100 zwei. Herzen. Von 2 Herzen bin ich auf 2 runter. Ja, doch, wie gesagt, wir tun dir nichts, wenn du nichts kaputt machst. Scheiße, das war richtig episch. Ich laufe hier und hier ist irgendwie ein Loch und ich fall in das Loch rein und fall hier runter. Und hab noch ein Herz, zwei Herzen, glaube ich, ungefähr gehabt. Boah! Junge, 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 Junge. Dena, komm zurück. Er zündet sich selber an. Hä? Er ist Feuerzeug in der Hand und er ist bei deinem Haus, er ist bei deinem Haus. Nein, pass auf! Kill ihn! Nicht, wenn das bei meinem Haus mal ist, alles kaputt. Solange er nichts macht, werde ich ihn noch nicht töten. Ja, aber sobald er irgendwas macht. Moralisch überaus tolerierbar, was ich hier gerade veranstalte. Ich beobachte ihn. Ja. Du musst reingreifen im Zweifel. Eingreifen. Ja, im Zweifel. Das sind diese bösen Videospiele, die der spielt, glaube ich. Ist so, ich würde sagen, wir verbrennen einfach Videospiele. Okay, wenn ich brenne, okay, er hat mich geschlagen. Jetzt kassiert er. Nein! Du hast es drauf angelegt. Ich hab dir die Wahl gelassen. Dena, verfolgt, ihr kommt von wo oben. Wo ist er? Ich bin hier unten. In deinem Haus, in meinem Haus unten oder wo unten? Bei Spark. Bei Spark. Komme. Bürgerwehr Dena ist da. Wo ist er? Er setzt den kompletten Wald in Flammen. Alter, der Wald brennt nein! Ab. Nein! Scheiße, beeil dich! Nein, das ist nicht gut. Er versucht sich ein Denkmal zu setzen. Nein, ich hab's nicht geschafft. Alter, der komplette Wald brennt ab. Fuck, alles löschen. Der komplette Wald. Okay. Nein, das wollte ich nicht, aber ihr habt mich verfolgt. Nein, pass auf. Ja, deswegen musst du den Wald anzünden. Schnell, ich schlag alles kaputt. Ja, oh, das warst du. Das schaffen wir doch, nur der Baum brennt, das ist nicht schlimm. Pass, ja, du musst alle, die ein bisschen weiter an anderen Bäumen dran sind, die musst du am besten alle wegmachen. Ich hab doch hier, warte, ich hab doch. So, jetzt. Ist er das oder bist du das? Ja, das Feuer ausgemacht. So, aus, okay. Weiter, verfolg ihn. Verfolgen. Bevor er noch was macht. Alle Cops auf der Nordab. All units on the Nordab. Da sprengen wir die Weltgröße mal wieder. Ja. Und er sprengt die Welt. Der zündet schon wieder was an. Ja, ihr verfolgt mich, ihr sollt mich in Ruhe lassen. Scheiße, er brennt. Jetzt zündet alle Feuer. Bäume an. Kümmer du dich ums Feuer, ich töte ihn. Boah, ausmachen. Boah. Das hat keinen Zweck. Ergebe dich. Er ist tot. Nein, er hat mich. Der Baum brennt. Wow, shit. Wow, du hast ein halbes Level Erfahrung. Scheiße, der Baum muss aufgegeben werden. Spawnt bei uns zu Hause. Scheiße. Auf seine ganzen Sachen. Nein. Folge ist nur Defensive. Wow. Hey, nee, ich cheate nicht. Alter, hier brennt schon wieder ein Baum. Er ist in deinem Haus. Noch ein Diamant. Er sucht einen Diamant. Stopp, lass es. Oh, oh. Egal, ich lass den Baum jetzt brennen. Oh. Hä? Machst du? Macht er? Ey, hör auf! Wow. Junge! Ich war das nicht! Das war er! Ich hab gar kein Feuerzeug! Nicht schlagen, das ist unfair! Du hast ein Diamantschwert. Den raus hier. Ich geb dir mein Feuerzeug, aber als der Frieden. Hier. Willst nicht töten. Ich spawn eben, ich hab noch 16 Flint. Du hast das 16 Flint? Ja, das Haus sieht gar nicht schlecht aus, Lukas. Könnte was werden. Bin mir das auch noch nicht ganz sicher bei dir. Wenn der nächste Gast nicht so ein verrücktes kleines Kitty wie The Nodop ist. Ich denke immer, sein ganzes Haus brennt und freue mich, aber dann ist das nur seine Fackeln hier. Boah. Ich denke auch, dein Haus brennt. Oh, es brennt wirklich. Ey! Aufbrennen. Der Zombie. Ist aber nicht schlecht geworden. Aber es hat gar keine Tür. Hast du das gewollt? Achso, ja, wir müssen jetzt zu Nodops Haus gehen und das bewerten. Nodop, kommst du mit? Das ist nicht fertig. Ja, egal, du musst es. Ja, wer anstatt fertig Haus zu bauen, andere Häuser anzündet, der muss mit den Konsequenzen leben. Oh, okay. Der anderen eine Grube gräbt, der hat ein Grubengrabgerät. Nein, was haben wir denn hier oben? Hier oben ist Wasserfälle. Ja, okay, das ist nichts zu sehen. Das war ich nicht.
Jetzt mit Maus an. Jetzt auch wie Greifjäger. Und der verliert gegen den Zombie. Na, wer hat gewonnen? Hey. Also, wir schauen uns das Haus mal hier von außen an. Von außen sieht man da nicht so viel. Ist halt nur so ein... Feuer, 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 Feuer. Erinnert mich an den Bunker von... erinnert an den Bunker von der direkte Nachbar MC Bucket. Ja, passt eigentlich zusammen so von außen. Von innen müssen wir uns das nochmal anschauen. Ja, pass den auf. Wir... Er hat direkt hier einen Zombie-Spawner irgendwie. Kommen alle hoch. Kann sein, dass hier unten ein Zombie-Spawner ist. Anscheinend ist Nordorf anziehend. Er hat auch dieselbe Gesichtsfarbe. Wie die Zombies? Wow. Nee, ich glaube, hier unten ist einfach nur genauso aggressiv, geht auf alles und jeden los. Na, lass das mal bitte eben. Aber innen muss man sagen, geschmackvoll eingerichtet, oder? Das sieht nicht schlecht aus eigentlich. Und der hat sogar ordentlich was angesammelt. Muss ich auch sagen. Wie geht von euch ein Feuerzeug so? Danke. Danke. Krieg ich jetzt eine bessere Note? Was, er will uns nur bestechen, also hier. So. Das war jedenfalls The Nordop zu Gast in der Together Show. Danke, dass du dabei warst. Alle Folgen könnt ihr natürlich auch auf seinem Kanal anschauen. Genau. Dann würde ich sagen, wir beenden das für diese Folge dann mal wieder. Und ihr könnt uns ja weiterhin Themen in die Kommentare schreiben, beziehungsweise Gäste, die ihr eventuell sehen wollt, die noch nicht da waren. Beziehungsweise Änderungen, wie wir in der ersten Folge dieser Aufnahme gesagt haben. Ab jetzt werden wir immer bei Aufnahme beginnen. Bei Facebook einen Post verfassen. Hier schreibt uns Kommentare und dann könnt ihr das da schreiben. Und dann ist die Chance auch sehr groß, dass wir einen Kommentar von Facebook... Ja. Bitte nicht rumweinen, dass ihr ja kein Facebook habt oder so. Ja, weil ihr könnt ja auf die Facebook-Seite, ihr müsst ihr ja gar nicht liken. Genau, auch ihr könnt ohne auch Facebook-Account, so könnt ihr darauf gehen und los mit dem Like seid ihr. Dann aber auch wenn ihr bei Facebook könnt ihr natürlich auch falsche Daten angeben. Und alles. Machen natürlich immer mehr. Aber die klauen eure Daten, die verkaufen eure Daten, die machen euch, die stehlen euer Leben. Also mindestens. So. Und alles und so. So, damit sollte das The Nordop-Set, was... Scheiße, er hat... Hast den Diamantschwert gecheatet? Ich gehe ja schon so. Ich gehe weg. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich gehe jetzt von eurem Server. Oh. Scheiße. Ich bin niemals zuvor gekommen. So, wenn ihr mehr von dem verrückten Nordop sehen wollt, dann schaut ihr am besten mal auf seinen Kanal vorbei. Der macht zum Beispiel PvP-Minecraft-Sachen. Weiß gar nicht, was er alles macht. Update-Vorstellungen, Mod-Reviews. Ich weiß nicht, was du alles... Ich kenne nur PvP. Was machst du alles? Sag mal. PvP und so. Okay, er macht PvP und so. Und das könnt ihr euch bei ihm anschauen. Ansonsten ist er vielleicht auch mal bei... Ist er, ja, ansonsten ist er auch bei manchmal bei Kongcraft dazu Gast, habe ich gesehen. Vielleicht wenn ich ihn auch mal einladen. Mal das sehen, mal schauen, wir werden sehen. Ich mit Cuddle-Team machen wollte und Cuddle war nicht darauf. Achso, und dann hast du einfach mal mit Nordop. Ja, ich habe ihn nur so ganz groß im Videotitel gesehen, aber ihr werdet ihn finden. Ich dachte so, er wäre gut im PvP und dann ist er sofort verreckt. Ich war an dem Tag schlecht drauf. Aber sonst, bei jedem Event immer gewinnst du. Immer, immer, immer. Oder den und ich haben da voll so Depressionen. Ja, weil wir werden immer getötet von dir, ey. Voll doof, ey. Den und ich laufe rum. Oh, da ist der Nordop. Ja, Luca, hier, High Five. Aber High Five nur ohne Schwert, weil ich bin fast tot. High Five, warte, ich muss hier. High Five, 1, 2, 3, High Five, weil wir ihn heute haben wir es Nordop so richtig gezeigt, ey. Komm nochmal hier, Double High Five mit Bro, 360, Junge. Mit 360, dabei. 360, so 3, 2, 1. Okay. Nee, nochmal, so. Nochmal. Nochmal, okay, nochmal. Stopp, ich hab gar kein Leben mehr und es regeneriert sich nicht. Ich würde einfach sagen, die Folge wird viel zu lang. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, liebe Zuschauer. Bleibt uns weiterhin treu. Empfehlt uns weiter. Selbe Stelle, selbe Welle. Tschüss. Tschüss, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.